Schönen guten Abend. Good evening. I'm not really a religious person, but I, for quite some time, I got like really interested into the story of monks from the early Middle Ages, who were like the who brought like Christianity to the middle of Europe. They were mainly from Scotland and Ireland. It really fascinated me, like this obsession, you know, to do that, like, to walk for such a long time, to back in the times like barbarian countries, to bring like this idea of heaven and hell. And there's like one story of let's say it was Irish, and he walked. He had like and he took like a huge block of wood with him. So he had like to carry it like this, day by day by day. And each night he got down before he went to sleep and started to carve like this block of wood. It was like his idea that he will carve like Holy Mary, Maria, out of this piece of wood. And when it will be finished, that would be like the sign for him to settle down. And so he walked and walked, and he carved and carved, and yeah, finally he managed it to finish Mary. He built a hut, he died. Years later, someone found this hut, and like with bones inside, and with this piece of wood. And yeah, this person thought, okay, it looks like Mary. And out of this hut, it became a chapel. And like this piece of wood was incorporated into the, what do you call it, altar piece. And out of this chapel became a church. And out of this church became a huge dome in nowadays Austria. And I think like the interesting thing is that like actually like, the source of it, there's this legend of a crazy Irishman. So, ladies and gentlemen, it's the early Middle Ages, it's the Alps. Oh, erstens. Im Nebel die Tannen, abgemagert bin ich, abgemagert die Welt und abgehärtet bin ich, dünner Strich im Nebel. Nichts will ich büßen. Aber wir müssen, sagte man mir, man sagte. Es begann mit einem Biss. Und das solche Geschmack muss eine Scherbe gewesen sein, aus dem Himmel gebrochen und sich die Augen damit geöffnet. Schaut, es gibt Möglichkeiten. Diese Einsicht war klar und schneidend. Sämtliche Vorstellungen von wegen Liebe durchtrennen. Gott ist ein Totengräber, glaube ich, erschaffen. Bis ein Loch in mir ist, schwarz und feucht, und da legt er es sich rein als Lüge, von wegen Auferstehung, von wegen Hoffnung. Man hat mir erzählt von Wüsten und Bergen, in denen Eremiten hausen, und die Einöden und Schluchten werden erfüllt von ihrem Geschrei, ihren Gebeten, ihren Visionen, ihrem Schweigen. Hier aber ist niemand, außer ich. Also uns ist niemand hier, Maria. Maria, ein Flock Lindenholz. Und ich schleif dich, ich zerr dich, ich schnitz an dir. Du, mein Gebet, meine Liebe, bis du als Ganzes bei mir bist. Dein Gesicht, deine Hände, unser Leib, zerstochen und Sonne verbrannt und halb erfroren. Wir könnten so lange am Wachhaus haben, wir es mal Liebespaare tun. Doch anstelle dieser Scheißsteine hier, wäre mir ein Apfel lieber. In den Apfel könnte ich beißen. Wie das Fleisch eines anderen und im Mund das Wissen um einen zweiten Menschen. Anstelle
von Stein und Vergessen wird dich wählen Apfel und Schönheit, denn der Apfel ist ein Spiegel, der im Wald hängt und auf uns wartet. Wir beide genügen, diesen Spiegel zu zerbrechen und endlich ganz zu sein. Ja, der Apfel ist ein Spiegel, der im Wald hängt und auf uns wartet. Wir beide genügen, diesen Spiegel zu zerschlagen und endlich ganz zu sein. Maria, deine Augen schnitzig groß und leer. Kannst du überhaupt anders sein als hässlich? Die zurückgelegten Wege rechtfertigen meine Ungenügsamkeit. Darfst du überhaupt anders werden als hässlich? Schritt um Schritt, mehr Wald und Fels, mehr Zweifel. Ja, Schritt um Schritt, mehr Wald, mehr Fels, mehr Zweifel. Aber Maria, ich spüre, Maria, ich folge. Ich baue uns einen Verschlag, weil du es mir befiehlst. Ich errichte ein Haus für uns zwei und einmal wird man es finden. Darin die Knochen, das Holz von dir, von mir. Zweitens. Ich kann nicht mehr schlafen. Ständig riecht es nach ausgeblasenen Kerzen. Den Kopf ist rief ich den heiligen Dionysius an, mit ihm kamen zig andere, und jetzt werden wir sie nicht mehr los. Wir werden von den Schutzheiligen belagert, Maria. Sie zeigen uns ihre klaffenden Wunden, die Verbrennungen vom glühenden Eisen. Warum habt ihr den Himmel verlassen, frage ich, und sie quasseln durcheinander. Jener, der sich als Schutzheiliger der Gewitterwolken ausgibt, schreit am lautesten, wir hassen das dauernde Schweben. Leichtigkeit scheint mir, widerspricht ihnen sehr. Wo ist der Schutzheilige der Hungerleider, frage ich, und sie tun, als hätten sie mich nicht gehört. Einer stopft sich eine Handvoll Linsen in den Mund, eine andere versteckt ein Stück hartes Brot in den Falten ihres purpurnen Rocks. Der Schwertstreich meines Henkers war so kräftig, nicht nur der Kopf fiel, sondern auch die vors Haupt gefalteten Hände, prallt einer. Sie alle zum Feuer geführt und ins Eiswasser geraucht und mit Ruten, mit Peitschen und Knüppeln verhauen. Ja, sie alle zum Feuer geführt und ins Eiswasser geraucht und mit Ruten, mit Peitschen und Knüppeln verhauen. Lucia von Syrtus ist sehr zierlich, ein wenig blass. Präsentiert sie mir ein goldenes Tableau und darauf ihre blauen Augen. Mit einem immer noch menschlichen, immer noch lebhaften Blick. Ihr wurden die Augen als Teil des Martyriums rausgerissen oder sie hat sich selbst verstümmelt, ich bin mir nicht sicher. Diokletian wollte mich in einen Puff stecken, behauptet sie. In ihren leeren Augenhöhlen nistet Gott, wirft der Schutzheilige der Schönheitschirurgen ein. Und auf dem goldenen Hinterklo ihre blauen Augen. Mit einem immer noch menschlichen, immer noch lebhaften Blick. Ach, Lucia, sieh mich bitte nicht so an. Sie behaupten von sich selbst. Wir erreichen eine hohe Stufe der Vollkommenheit und sind der Wunderdaten fähig und Liebe. Er misst man am Opfer und Wunden bezeugen die Ergebenheit und Wunden erzeugen die Ergebenheit. Du sollst nur Gott schauen, verlautbaren sie, Ohr. Du sollst nur Gott schauen, du sollst nur Gott schauen, du sollst nur Gott schauen. Es wird eng in unserer Hütte, Maria. Die Gewänder der Heiligen sind kratzig und steif. Das Martyrium nennt man Bluttaufe, Maria. Sie kitzeln mich mit ihren Fallenwedeln, Maria. Manche tragen goldene Rüstungen, klopfe ich daran, klingt es hohl. Bluttaufe nennt man das Martyrium, Blutzeugen nennt man uns, beharren sie. Sie lesen im Blut die Weisheit, sie empfingen Blut, sie waren Blut, sie empfingen im Blut die Wahrheit. Ah, Blut, ah, Blut, ah, Blut. Blut Christi, Blut Gottes, Bluttaube, Blut. Blut bei Polycarp am Scheiterhaufen. Blut, Blut, Blut. Blut bei der Weckung der Rehe unter den Hörnern und Hufen.
sie das, die hochschwangenhaft befürchtete, des Martyriums beraubt zu werden, doch sie gebar frühzeitig und durfte vom Gladiator erschlagen werden. Blut, Blut, Blut. Cyprian, dein Blut, erst verbannt, dann enthauptet. Marcellus, dein Blut, vom Schwert gefällt. Heilige Medana von Irland, heilige Triduana von Schottland, euer Blut, euer Blut, euer Blut von heidnischen Liebhabern umschwärmt, die eure blauen Augen lobten, die ihren warf Medana, dem Verehrer vor die Füße, in die ihren bohrte Triduana Dornen, sandte ihre blauen Augen dem Verehrer auf einem Spieß. Blut, 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 darum betet, betet, betet. Betet zu Medana bei Verzagtheit, betet zu Triduana bei Augenkrankheiten, betet, 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 betet zu Marcello, betet zu Cyprian, betet zu Perpetua, betet, betet zu Felicitas, betet die Hände und Augen und Ohren und Nase und Hände und Füße durch Bohr zerbrannt und erfroren und erschlagen, betet, betet, betet und die Augen bleiben im Kopf und der Kopf, der bleibt am Leib und der Leib behält die Haut und die Haut wird nicht durchtrennt, durchschnitten, verbrannt, durchbohrt. Betet, betet, betet und die Augen bleiben im Kopf und der Kopf, der bleibt am Leib und der Leib behält die Haut und die Haut wird nicht durchtrennt, durchschnitten, verbrannt, durchbohrt. Betet, 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 betet und keine Knochen, keine Feuer, kein Grab, betet, betet, betet und keine Opfer, keine Sühne, kein Martyrium, betet, betet, betet und keine Löwen, keine Stiere, keine Schweine, keine Keiler, betet, 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 betet und keine Messer, keine Haken, keine Eisen, keine Schwerter, keine Klingen, betet, betet, betet und kein Feuer, kein Wasser, kein Grab. Und kein Feuer, kein Wasser, kein Grab. Und kein Feuer, kein Wasser, kein Grab. Doch bin ich nicht der Schutzheilige des zärtlichen Komas? Bin ich nicht der Schutzheilige des traumlosen Schlafs? Wo bist du? Und ich bin noch nicht der Schutzheilige der Funken, die in der Dunkelheit gegen die Zimmerdecke wirbeln. Wo bist du? Wo bist du, Schutzheiliger des bedingungslosen Glaubens? Wo bist du? Wo bist du? Wo bist du? Vielen Dank.